Vater? Großvater! Bitte. Bitte sag doch was. Diana. Was? Was ist? Du bist auf meiner Hand. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich grabe dich aus. Dein Harmonisierer ist hin, aber du hast jetzt meinen... Gibt nicht viel Teeenergie hier, aber... Hat es geklappt? Sind sie in Sicherheit? Denke schon. Der Einsturz hat ihnen Deckung gegeben. Wenn sie dem Plan folgen, sind sie mehrere Meilen tief, wenn der Weg durchbricht. Gut, gut. Dann musst du weg sein. Vergiss es, alter Mann. Du bist meine Familie. Ich lass dich nicht hier. Mist, warum rührt sich das Ding nicht? Hast einen Dickkopf wie deine Oma. Alles meine Schuld. Hätte ich nur auf dich gehört. Nein, du hattest recht. Ich hab das alles verdient. Ist doch völlig egal, vergiss es einfach, bitte. Wenn man so lange Geheimnisse hatte, ist es schwer, sie preiszugeben. Du hast ein Recht, gewisse Dinge zu wissen. Dafür ist später Zeit. Hör auf. Komm schon. Verdammt. Diana. Hör auf. Okay. Weißt du, damals auf der Erde hat mein Vater geglaubt, man müsse seine Sünden beichten, um Vergebung für sie zu bekommen. Er hatte nie die Chance dazu, aber vielleicht ist das jetzt meine. Es stand schlecht um die Erde, als ich sie verließ. Ich war 32, als die mich angeheuert haben. Eine lukrative Chance voller Risiken. Als Teil unserer Expedition zu einer unbekannten Welt. 50 Jahre ist das her. 50 Jahre mit den Folgen meiner Entscheidungen leben. 50 Jahre, seit ich uns alle verdammt habe. Was meinen Sie, wann werden die nach uns suchen? Hängt davon ab, wie weit uns der Sturm abgetrieben hat. Wie auch immer, der Sender, mit dem man uns eigentlich hätte finden sollen, ist beim Absturz abgebrochen. Ohne ihn wird man uns kaum finden. Wir sollten ihn suchen. Sie bleiben hier, ich suche das Ding. Now, it's time to play Lost Planet 3. Mit diesen Worten begrüße ich euch zu diesem neuen Projekt auf dem Kanal. Ich werde hier aber nur den Part 0 übernehmen, also die ersten Eindrücke hier vom Spiel demonstrieren. Danach übernimmt der gute Maru das Projekt und ich kümmere mich um den Multiplayer-Modus.
Alles klar. Wir sind hier abgestürzt und ihr seht schon, dass es hier eine sehr gefährliche Gegend ist. Man nicht weit gucken kann wegen dem Schneesturm. Und wir auch nicht alleine hier sind. Natürlich im Third-Person-Stil gehalten. Der Schnee spiegelt sich auf der Rüstung wieder. Und die Explosion, die war wirklich sehr nah bei uns. Kann ich springen? Nein, springen kann ich nicht. Aber wir können hier durch die Höhle kriechen. Ich bedanke mich bei GameStar und Capcom für die frühzeitige Version zu dem Spiel. Oh, dieser stürzt mir wieder ab, gerade wegen meiner Dankesagung. Es werde Licht. Wir haben eine Early Access Version für Steam erhalten, dafür nochmal vielen Dank. Der Multiplayer-Modus ist jetzt in diesem Moment noch nicht wirklich funktionsfähig, ist auch vielleicht noch gar keiner da. Aber das werden wir auch neben dem Singleplayer laufen lassen. Wir schauen uns den Multiplayer-Modus da mal an, da es ja keinen Koop hat. Alles klar, unser erster Feind. Direkt erschossen. Mit R laden wir nach. Rechtsklick zum Anvisieren, Linksklick zum Schießen, auch klassisch. Das heißt bestimmt, dass noch mehr kommen werden. Der Sound ist jetzt gerade ein bisschen laut. Ich hoffe, es klappt trotzdem alles, dass ihr mich versteht und so. So, hier jetzt erstmal wieder rauskommen. Es sieht echt geil aus. Erinnert ein bisschen von der Grafik her an Dead Space 3. Das lässt sich nicht leugnen. Gefällt mir aber alles im Allen noch ein klein Tickchen besser. Aber ich möchte hier auch nicht Dead Space mit Lost Planet vergleichen. Oh Gott. Knarre in die Hand. Geh weg, geh weg, geh weg. Du auch. Wo kommt der nächste? Du. Nachladen. Wir sind dodgen hier. Haben wir. Seht ihr noch einen? Müsste ich alles hier unter Kontrolle haben. Oh Gott, was haben wir hier? Kann ich nichts dran machen. Aber schöne Lichteffekte. Wir schauen mal, dass wir hier wieder rauskommen, Leute. Durch diese dunkle Gasse. Da ist noch einer. Oder zwei. Jetzt baller ich hier meine Munition. Der Schock sitzt einfach noch tief. Ich verballer zu viel Schuss. Wir laden zur Sicherheit nach. Munitionsanzeige unterm Fadenkreuz. Und damit den Notsender. Oh Gott, ich kann sie so. Ich kann sie auch abschießen, wenn sie versuchen, drüber zu springen. Wir versuchen so viel wie möglich mitzunehmen. Vielleicht bringt uns das was. Oh Gott, sind das viele. Wow! Was ist jetzt los? Oh, da hast du es erwischt. Geh weg! Komm schon! Befrei dich, Mann! Komm hoch! Die Kavallerie. Ein schöner Reim auf Lippen und da wurden wir gerettet. Besten Boah, das war Dank. Knapp. Du hast was bei mir gut. Oui, oui, le roi, c'est moi. In die Richtung müssen wir jetzt auch. Geh zurück zur Kapsel und pass auf, dass du nicht platt getrampelt. Was bedeutet dieser Bildschirm jetzt? Ach, es geht weiter. Dr. Kendrick Kovac und nicht Kenny. Hey, Hutchins mein Name. Der freundliche Franzose ist La Roche. Hast du eine Kanone mit großer Reichweite dabei? Ich nicht. Aber irgendwo in dem Schiff habe ich eine 3006er, altes Familienerbstück. Keine Ahnung, wo die ist. Aber ich habe ja meine Pistole. Das dürfte reichen. Sekunde mal. Ich ziehe mich nach drinnen zurück. Viel Glück da oben. So,
So, Leute, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Vorgeschmack geben. Der Sturm kam ganz plötzlich. Der gute Maru übernimmt dann ab jetzt den Singleplayer und versorgt euch hier täglich mit neuen Parts. Und mich seht ihr dann im Multiplayer-Modus wieder. Diese kleine Cutscene hier warten wir natürlich noch ab. Was für Prachtexemplare. Bitte töten Sie sie. Also das meinte der Typ bei der Rekrutierung mit nicht aggressiven eingeborenen Wesen. Mann, du musst noch lernen, dass man das, was Nevek erzählt, nicht für bare Münze nehmen sollte. Geh lieber gleich davon aus, dass die dich verarschen. Na, na, na. Du hörst dich ja wie Diaz an. Hey, du kannst sagen, was du willst, aber sie hat die richtigen Fragen gestellt. Klar, wenn du meinst, dass sie immer mit ihren Verschwörungstheorien angefangen hat, wenn man mal was trinken wollte. Warum für eine Firma arbeiten, der man sowas vorwirft? Wer ist denn diese Diaz? Offenbar ein Original. Du bist ihr Ersatz. Sie war Freelancer wie du. Und dann ist sie verschwunden. Mann, diese Kapsel kommt keinen Moment zu früh. Ui, das Brot ist altbacken und die Pornos ebenso. Ich wette, Braddock wird... Ach du Scheiße! Was geschieht da oben? Sind sie tot? Nein, ich hab's irgendwie geschafft, am Leben zu bleiben. Was jetzt? Dein Klimaanzug ist innerhalb der Versorgungsreichweite meines Mechs. Du solltest zusätzliche taktische Anzeigen sehen. Minikarte, Radar, Details zur Zuladung, solange du dich in der Nähe meines Mechs befindest. Tu me comprends? Abgemacht. Nutze dein Radar, um sich nähernde Feinde auszumachen. Pass auf! So, und während ich jetzt hier noch die Feinde erschieße, mache ich noch eine gekonnte Abmoderation. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part Singleplayer sowie Multiplayer von Lost Planet 3 wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Mist, einer fehlte noch für meine coole Abmoderation. So, wir sehen uns. Tschüss.